Hallo und herzlich willkommen in der Pummelrunde. Ich bin Pseudonyma und wir spielen heute Caligo. Caligo ist ein Walking-Simulator. Wir gucken mal erstmal, ob es hier in Deutsch gibt. Nein, okay, dann halt Englisch. Das haben wir an, Cloud Safe, ja, ist in Ordnung. Den Sound machen wir ein bisschen runter. Die Musik vor allem. Aber ich denke, ja, wohl so laut. Ich habe es jetzt für mich leiser gemacht. Ich denke, so ist okay. Video, das Medium. Pff, ultra natürlich. Mal sehen, wie das aussieht und ob das klappt. Das ist erstmal so okay. Achso, klar. Damit man hören kann, ob die Musik zu laut ist, ist sie natürlich im Menü, also in den Einstellungen, grundsätzlich einfach leiser. Das ist eine super Idee. Gut, kein Problem, wir machen einfach noch ein bisschen weniger. Ja, so geht's. Caligo, ich würde sagen, wir begeben uns mal zusammen auf diese Reise. Und wie man hier schon sieht, sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Wir haben zwei Monde, wir haben riesengroße Kerzen anstatt Fackeln oder sowas am Pier. Und wir haben einen Fleischknochenturm. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich bin gespannt. Wir gehen mal auf neues Spiel. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen in deiner Zelle? Schriftrollen drin. Okay. Was ist das? Das leuchtet schön. Das finde ich gut. Gehen wir hier gucken. Was ist hier los? Da können wir nichts von nehmen. Wir können die nicht alle lesen. Schade. Okay. Wow. Das ist kein schöner Ort, glaube ich. Hallo Kugel, was machst du mit uns? Here you are you settling in all right? Ja, find super. Who are you? What are you? Am I dead? Bin ich tot? Don't tell me you're surprised. You're overreacting. Oh, ich bin tot. Well, what is this place? And who are you again? So many questions. Ja, ich hab Fragen. But I'm not the one to answer them. I am to meet you and take you to the one who you should really ask. So why don't Danke. We set out on our journey? Wird es eine lange Reise? Du, aber wie soll ich dir denn folgen, wenn du einfach weggehst? Wo ist die Kugel? Die ist noch da. Die sieht noch schön aus, aber nicht mehr so hell. Okay. Huch. Warte mal, ich muss die Maus-Sensität doch ein bisschen noch runterstellen. Das ist mir ein bisschen zu schnell. Versuchen es mal so. Okay, dann gehen wir mal los, ne? Ist aber dunkel. Also wir sind tot. Das ist aber schade. Hm. Das sieht nach dem Teufel aus tatsächlich. Wunderschöne Tapete an der Wand. Toll hier. Ein Eisberg in einem Vulkan. Okay, interessant. Da fällt mir gerade nichts so ein. Ja, was auch immer damit hier passiert, es sieht schmerzhaft aus. Ich muss mal eben meinen Popschutz hier richten. Entschuldigung. Es stört mich. Keep it up. One step at a time. Don't mind what you see here. There's absolutely nothing to look at. Doch. Ich finde das schon interessant, was hier so zu gucken gibt. Ich gucke mir das auch an, ob du willst oder nicht. Wow. Das ist ein tolles Bild. Nicht, dass ich das interpretieren könnte, aber es ist ein tolles Bild. Ich komme. Bevor er wieder meckert. Okay. Kristalle an den Wänden.
Das kenne ich auch von anderen Spielen. Die sehen aus, wären die in den Stein gewachsen. Und Spinnenweben, das ist nicht so schön. Oh, guck mal, wo wir herauskommen. Wow. Obwohl es anscheinend ein Fleischknochenturm ist, sieht es schon sehr schön aus. Ja, okay, wir können quasi klettern. Das ist gut. Tolle Fackeln. Also Kerzen, Fackeln, was auch immer. Was passiert, wenn wir ins Wasser springen? Wir können gar nicht ins Wasser springen. Gut. Nehmen wir so hin. Es gibt immer einen Leuchtturm übrigens. Auch in die Vierter sitzt. Hallo, ich bin da. This place looks familiar. Ja, so Startbildschirm. I've never seen it before. Calling something familiar around these parts would be rather far-fetched. Never mind. You'll remember soon. Come in and go upstairs. What will I find there? This lighthouse will lead you home. Oh. It's hard to explain. You'll know it when you get there. Don't rush it. What I like about this place is that there's absolutely no reason to hurry. Time means nothing here. Das ist ja schön. Thanks for the tip. You're welcome. I'll be waiting for you on the other side. Der redet schön. You're welcome. Okay, er wartet auf der anderen Seite auf uns. Und wir müssen uns nicht beeilen, das finde ich super. Ich will mich hier auch gar nicht beeilen, ich will mir alles angucken. Zum Beispiel dieses spannende Feuer hier. Okay. How weird. This place seems so familiar. Ach, also doch. Jetzt auf einmal erkennst du es. Pick up. Okay. Nehmen wir mit. Das war wohl was Gutes. Wir haben schon eine Errungenschaft. Inkspot. Ja, toll. Interessanter Fernseher. Ist das hier seine Kindheit quasi? Und deswegen sieht das so bekannt für ihn aus. Eine Fackel. Seile. Okay. Ist hier noch irgendwas drin, was wir nehmen können? Nein, die Lampe auch nicht. Können wir mal die Tür zumachen? Das stört ein bisschen Wuschel da draußen. Okay, wir hüpfen gerne über Gegenstände drüber. Das ist in Ordnung. Was haben wir hier oben? Schlafzimmer. Gerade jemanden knurren gehört, aber ist in Ordnung. Schon wieder. Das gehört, glaube ich, einfach zur Musik. Okay, nicht. Ich glaube, hier ist nur was fürs Anschauen. Stell dir mal vor, du hast diese Aussicht aus deinem Schlafzimmer. Da würde ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Wieso ist hier so viel Platz? Ja, okay. Gehen wir auch mal so hin. Gehen wir weiter hoch. Oh je, jetzt wird es schwindelig. Oh, okay. Wir gehen einfach mal weiter und gucken uns hier ein bisschen um. Da ist nur Wasser, okay. Hier sind ein paar Felsen und Wasser. Ja, gut. Wartet da oben jemand auf uns? Geht einfach immer weiter hoch hinaus. Wird immer weiter hoch, quasi. Aha, da sind wir oben angekommen. Ein Kristall, der das hier alles erleuchtet. Das ist ja spannend. Oh, nicht darunter fallen. Hi. I think I'm beginning to understand. Ja? How many times have I seen you? Too many to count, right? Wen, den Leuchtturm? Oder mich? Oder was? Hä? Okay.
Schön, dass er anfängt zu verstehen. Ich noch nicht, aber ist in Ordnung. Ich habe jetzt gedacht, das wäre seine Kindheit quasi, die er da aufgebaut hat. Also die da aufgebaut ist. Hi! Ich will wieder zurück zum Leuchtturm, bitte. Hier ist es nicht so schön. Was hast du mir jetzt zu sagen? Do not linger. The master is waiting. Ich trödel He's been gar waiting nicht. For quite a while. He can wait some more. After all, time means nothing here. You said it yourself. Das ist richtig. At least somewhere it's true. You're right on this one. It's hard to disagree. In any case, keep it up. We're almost there. Erzählst du mir das gesamte Spiel über, dass wir fast da sind? Frage ich mich gerade. Aber ja, ist in Ordnung. Ich gehe natürlich weiter. Ich kann hier eh nicht viel angucken. Außer tote Wurzeln. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir sollen den Meister treffen, ja? Schöne Lampen gibt's hier. It seems this place is dead. Not because it died, but because it never had a chance to live. It has its own charm, though. That's for sure. Was? Wo bist du? Okay. Es hat seinen eigenen Charme hier. Ja, das kann ich alles so unterschreiben, was er gesagt hat. Können wir eigentlich schnell laufen? Nein, das finde ich super. Das ist ein Ort, der niemals die Chance hatte zu leben. Was ist gerade passiert? Da war ein Geräusch. Ich muss sagen, bisher gefällt mir die Stimme von dem, der wir sind, nicht so sehr. Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt an der Betonung so ein bisschen. Aber den anderen finde ich super. Auch die Betonung von dem. Den anderen finde ich super. Hier sind Spinnenweben, das heißt, hier gab es was, was gelebt hat. Wer hätte sonst die Spinnenweben machen sollen? Ist das für manche Leute Spinnenweben mit Tod bedeuten? Oh, das hörte sich ja fast an wie eine. Well, you don't seem to be in a hurry. Nö. It's good to see you again. I bet you have a lot of questions. Ich würde dich auch gern sehen. You're the master, I gather. Yeah, you're absolutely right. My memories about this place are starting to come back, but these are just random pieces. Sensations even. Everything I see around myself should probably confuse me. Even the fact I'm hearing your voice, but don't see you. Danke, dann weiß Bescheid. Not necessarily. You've seen everything countless times. And you've done everything you should. Well, almost everything. But we'll talk about this later. Now, you can ask your questions. Questions. I love them. Ich mag Antworten. Let's start with something simple. Who are you? Was ist das denn? You call this a simple question? Well, I can offer you several answers. I am you. Oh. I am your death. I am your creator. I am your creation. Choose whichever you like best. They are all true. Ich rede mit meinem Gehirn. What does that mean? It doesn't make any sense. If you expect me to look for a meaning when there's none, or get it out of you word by word, think again. Since it's you who wants something from me, would you be so kind as to say what it is? You are right, of course. I'd better tell you the whole story. Sorry, I could not help it. Come closer to our throne. I think it'll be best if we talk face to face. Okay. Ich bin du. Also ich vermute, dass wir in unserem eigenen Geist sind. Aber ja, ich komme gerne zu unserem Thron. Was haben wir hier? Was ist los mit uns, dass wir so eine Umgebung erschaffen? Ich vermute jetzt mal, dass wir selber quasi diese Umgebung erschaffen haben, weil es ist ja unser Geist. Denke ich.
Ich komme, bin gleich da. Ich brauche ein bisschen, ich kann ja nicht so schnell laufen. Aber das ist vollkommen okay für mich, dann können wir jetzt gucken. Da sagt er gerade, hier gibt es nichts zu sehen, weißt du? Hier gibt es massenhaft zu sehen. Das ist ein sehr seltsames Feuer da oben. Es brennt nach unten. Ja, ja. Wenn wir uns das so ausdenken, wird das schon richtig sein. Und wieso? Was haben wir mit diesen ganzen Knochen und Flügeln zu tun hier? Das sieht zumindest aus wie ehemalige Flügel. Ich komme. Wie soll ich da rüberkommen zu dir? Was ist das da oben? Ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Aber okay. Da soll ich jetzt einfach rein, oder wie? Ah ja, geht. Die haben Ketten in ihren Mündern. Das ist ja spannend. Hallo? Naja, hier geht's hoch. Soll ich mich auf diesen Thron draufsetzen vielleicht? Ich weiß es nicht. Sind wir eine Art Todesgott oder was hier los? So, we meet again. Face to face. Speaking of which, your face fits this place perfectly, as I see. That's right. Since you already know you're dead, let's start with your birth. Okay. You see, we were together once. One body with no name, no age, no beginning, and no end. But one day, something happened. Even I cannot explain it. Perhaps we got bored. What's important is that we decided to split. This is how you and I became to be. Uh-huh. Keep talking. Wie schnippig er ist. I'm glad to hear you're intrigued. Yes, we ceased to be the absolute. Each of us had our own shortcomings and limitations. But we also found new opportunities. Uh-huh. In other words, we gained some features inherent only to each of us. I managed to create our first world. It was poor and wretched, but it was there. You lived your first life in. You even gathered some building blocks for it. I used these blocks to update the first version. I improved it, making it more extensive and diverse. This building material is your life. Your every sigh and every impression. I collect them every time you come here. That's why you almost don't remember anything. That was our agreement. Aha, und jedes Mal musst du mir das wieder erklären. Are you trying to say that all my life that I've lived, all the people I've loved, is no more than an illusion? Has my life been unreal? Nein, das hat er nicht gesagt. As you know, the very concept of reality can exist only in the world we created. By the way, it was one of the biggest and strongest blocks you ever brought me to help with construction. Will it keep on living without us? Yes, it definitely will. Mm-hmm. Only it doesn't really matter, since we are immortal, you know. Sind wir Jesus? Ich weiß nicht. Was? Hä? So, does that mean I have to be reborn? That hasn't happened yet. So what's the problem? Yes. This is the tricky part. Mm-hmm. But I'm not ready to lay all my cards on the table just yet. I can only say that I don't collect all your memories. You know, some things you see, some impressions you get at some points in your life, make you change your very perception and understanding of it. So, as we agreed, I leave these to you.
And before I ask the ultimate question, the question thanks to which we are here today, you must refresh these memories in your mind. Das klingt nach einem komplizierten Prozess. I think I have no choice. Although I don't need it. Tell me what I have to do. There is a portal behind your back. Enter it. I'll be nearby. You won't see me, but you can hear me. I'll help you. Es scheint nicht guter Kumpel zu sein von uns, wa? Boah. Woher wusstest du das? Ich muss mal eben nochmal. Wieso bin ich eigentlich so klein und du so groß? Okay, also wir waren mal eins. Und dann haben wir uns gedacht, ne, das ist so langweilig. Und dann hast du angefangen zu bauen und ich dachte, hey, lass mich leben, dann kann ich Baustoffe für dich sammeln. Wer sind wir? Ich beginne zu denken, dass es nicht das, also dass es nicht unser Geist ist, den wir hier, aber gut. Wir gehen einfach mal weiter. Hi. Oh, da sind wir schon drin im Tor. What is this place? Maybe you'll tell me. It's your life after all. I'm not sure. I need to look around first. Es ist voll schön hier. Und was ist das für eine Buchstabenschlange? Sind doch Buchstaben, oder? Sieht aus wie Buchstaben. Das ist voll schön. Was ist das? Was? Hä? Von der Seite ist es fast unsichtbar. Okay, wieso ist das was? Naja, gut. Wir gehen einfach mal ein bisschen hier spazieren. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ich möchte aber nicht auf dem Weg bleiben. Das ist wahrscheinlich wieder ein Problem, aber hey. Hier gibt es viele Pilze. Was ist das? Was bist du? Eine Blume? Eine interessante Blume. Ich muss mal eben da hochgehen, ja? Ich muss gucken, dass ich... ich gehe nicht da hoch, das Spiel lässt mich nicht. Dann gehe ich hier weiter. Was? Hä? Ach, von da kommt... Irgendwie ist die Maus immer noch ein bisschen schnell, aber gut. Was ist das? Boah, es ist... Okay, ich muss auf dem Weg bleiben. Es hat keinen Zweck, sonst... wir bleiben jetzt auf dem Weg, ja? Meistens, zumindest. Wir bleiben meistens auf dem Weg. Was ist das für ein tolles Zelt? Main Base? Yeah, now I recognize it. How interesting. So, what is it then? This is my childhood. Ah. This is how I imagine my pillow fort. The coziest place on earth. Every time I got in with a book in my hands, the rest of the world ceased to exist. At least when I was immersed into the world of a story unraveling before me. Ah, sounds fascinating. Es klingt nicht so, als würdest du das meinen. Main Base, welcome. Wer kennt's nicht? Also wenn du als Kind nicht solche Buden gebaut hast, ne, dann hast du ja eh was verpasst. Mit den Stühlen. Und wie oft sind die Dinger zusammengekracht und irgendein Kind hat geweint, weil der Stuhl auf ihn draufgefallen ist. Ach ja. Buden bauen, was ist das? Aha. Sieht nach einem interessanten Buch aus. Das, hier können wir nicht drauf gucken. Das ist voll toll. Oh, ich könnte jetzt so hier bleiben. Aber okay, wir gehen weiter. Na.
Okay, let's weitergehen. Was ist das? Bücher? Oh, guck mal, hier ist wieder sowas. In der Bibliothek warst du also öfter, ja? Sehe ich das richtig? Oder das sind Bücher bei dir zu Hause, da sind wieder Wörter vorbeigeflogen. Können wir aber nichts aufmachen. Das als VR-Spiel wäre auch ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob es das in VR gibt, aber... Ist das... Ach, eine Blume. Bücher scheinen sehr wichtig für dich gewesen zu sein in deiner Kindheit. Das finde ich gut. Achso, warte, ich wollte ja... Wie... Ist hier oben noch ein Weg hin oder wie ist das? Weil das sieht so aus, wäre hier ein Weg. Aber irgendwie auch nicht. Da. Ja, irgendwie auch nicht. Hm. Na gut. Dann gehen wir hier weiter, das ist okay. Ich glaube, wenn es hier so eine schöne Welt gibt, wird es auch eine unschöne Welt geben. Aber ja, ich weiß zumindest schon mal, worauf das Spiel wahrscheinlich hinausläuft. Einfach ein Leben erzählen in wunderschönen Bildern, hoffe ich. Dann ist es genau meins. Es ist einfach genau meins. Diese Büchertürme, ne? Gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube nicht, dass ihr so viele Bücher hattet, aber als Kind kommt einem das vielleicht manchmal so vor. Okay, jetzt weitergehen. Wieso sind hier eigentlich überall Spinnenweben? Einfach weil die Kindheit schon so lange her ist. Es war ein Baum, ne? Es hörte sich an nach dem Feuer. Mai, ist das schön. So, was haben wir hier? Eine Bühne? Nee, ein Kamin. Yet another cozy corner in the world. Mhm. I do. Only I imagine this place much later when I grew. The feelings are completely different, but the purpose is still the same. I've always been keen on good stories. I imagine myself to be a great traveler, an adventurer. Every time I did, I was one. I lived in those stories. I breathed them, and each time my imagination brought me here. Stories are your passion. That's the reason why you, not me, keep living these lives. Mhm. Geschichten sind unsere Leidenschaft. Aber wieso ist er immer wieder hierhin zurückgekehrt? Ist das... ein Bötchen fahren. Oh, was würde ich dafür geben, so ein Ding zu Hause zu haben? Also so eins auch, aber ich... Das ist voll toll. Ich möchte mich hier hinsetzen und Pfeife rauchen. Ich mag gar keine Pfeife, ich trinke lieber den Kaffee. Was ich gerne mag, ist Pfeife riechen oder eigentlich eher Zigarre. Aber sie selber rauchen ist nichts für mich. Ach, schön. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon, ne? Und, oh Gott, ich werde lange dafür brauchen, fürchte ich. Das heißt, ich versuche mal nicht ganz so langsam zu sein. Aber Zeit hat ja hier, spielt hier keine Rolle. Wurde uns am Anfang doch so gesagt, oder? Noch so ein Bücherregal. Geschichten. Geschichten spielen für mich auch eine große Rolle und ich liebe es, wenn Spiele Geschichten erzählen. Leider bin ich selber nicht so gut im Geschichten erzählen. Aber ich höre, ich bin sehr gut im Zuhören. Manchmal, nicht immer. Ich weiß, ich versuche schon wieder irgendwo hochzukommen, wo ich nicht hin darf. Na gut. Ich glaube, ich gebe einfach auf und gebe, mache das, was das Spiel von mir möchte. Oh mein Gott, ist es schön hier.
Wo soll ich hingucken? Oh, hi! Come on, keep up. You're almost there. I'll race you. Was das darfst du gerne machen. Who is that elusive ghost? Ah, that's your dream. Such a beautiful creature. Yeah, it is a dream. I know why we're here. It was then, in my childhood, while I had my head buried in all those books, when I felt the taste of fantasy, that's when each story I read unfolded into a whole new world. When you're engrossed in a good book, while having a cup of freshly brewed coffee, it seems that time itself comes to a stop. Yeah. Don't you think? Yeah. What fascinates me even more is that there were thousands of such stories. Man hat gar nicht genug Zeit, sie alle zu entdecken und alle zu lesen. Oder halt zu spielen, ne? Deswegen habe ich ja auch so viele Spiele in einer Liste, die ich noch spielen muss. All diese Geschichten zu erleben. Ich finde das Knacken der Bäume ein bisschen beängstigend tatsächlich. Okay. Vor allen Dingen, I race you. Wir sind überhaupt nicht so schnell. Kannst du mit uns ein Rennen rennen? Wir sind einfach zu langsam dafür. Oh Gott, ist das schön. Ich glaube, das werde ich noch sehr oft hier sagen. Vielleicht werde ich auch zwischendurch sagen, oh Gott, das ist furchtbar, wenn irgendwelche Dinge passieren in seinem Leben, die nicht so schön sind. Aber wir werden sehen. Wo gehen wir hin? Auf einen Berg? Scheint. Hallo, großer Baum. Come closer. Don't be afraid. Do you remember how you and I used to sit on the swing when you were a child? Of course I remember. This was the place where all fantasies materialized. All it took was reach for my dream, reach for you. Du bist also unser Traum. Und die Musik auch wunderschön, ne? Was ist das denn? Ach so, das sind Felsen. Ich dachte schon, was? Pilzbiom oder was? Kann an solchen Orten, also jetzt so an solchen Orten, die es tatsächlich gibt, ne? Da fliegen dann keine Buchstaben durch die Gegend und der Mond ist nicht ganz so groß und es ist auch nicht so hell, wenn der Mond scheint. Aber ne, so an solchen Orten mit so einer wunderschönen Aussicht in der Natur, vielleicht noch unter einem Baum, kann ich Stunden verbringen und einfach nur sitzen. Also, oder stehen, was auch immer, aber einfach nur da sein. Einfach nur sein. Hi. This old oak still remembers all your adventures. Why don't you have a go in the swing as you used to? Ich soll schaukeln? Okay. Oh, das macht er von sich aus. Gut. Müssen wir da was machen? Ich weiß nicht. Look. Do you see it? Ja, ich sehe es. It's right there in front of you. It's your palace. Your fortress. Mein Palast. Yeah, I recognize it. I would stay here forever. I know you would. But I'm afraid it's not possible. Sorry. Ich will aber nicht gehen.